Für die Ureinwohner hier haben wir auch ein bisschen was gebastelt. Was mich jetzt allerdings wundert, da sitzt der kleine Kollege hier auf dem weißen Stein, anstatt auf den wärmeren schwarzen Stein. Tja, du wirst schon wissen warum, ne? Jetzt geht es wohl doch zum schwarzen Stein, oder? Na, mal gucken. Wo geht es denn hin? Ah, auf dem Holzstamm. Gut. Heute geht es darum, wie der RMF-Charger wirklich funktioniert. Ja, wir haben uns da ja schon viele Gedanken drüber gemacht und auch ich habe neulich so einen kleinen Ansatz veröffentlicht, wie ich es zurzeit gesehen habe, wie der RMF-Charger funktioniert. Und jetzt gerade eben hat mich René angerufen, höchstpersönlich, und hat mir das mit seinen eigenen Worten nochmal so erklärt. Und jetzt verstehe ich es auch. So, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar hat er gesagt, dass nichts mit Entladen bei der Batterie ist, sondern nonstop draufgehauen wird. Und da habe ich wieder gesagt, ja, aber was ist denn mit unseren Ostseebildern, wenn wir da messen, dass da eine Wechselspannung im Ausgang anliegt? Und was ist denn mit der Motor- und der Generatorregel, wenn ein Feld kollabiert, dass sich da die Stromrichtung ändert? Und da hat er mir ein sehr, sehr gutes Bild in den Kopf gesetzt, was ich so schnell, glaube ich, auch gar nicht mehr vergessen werde, was bei mir das jetzt alles, tja, wieder etwas ins klare Licht gerückt hat. Und zwar hat er mir das so erklärt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir, nehmen wir gleich mal hier so einen Lüfter. Ne? Den stellen wir jetzt mal so hier hin und jetzt blasen wir von hier hinten Luft rein. Ne? Dann dreht das sich hier so rum. Bzzz, ne? Und wenn wir hier hinten Luft reinblasen, ne? Stellen wir uns mal vor, hier ist ein Schlauch dran und da blasen wir Luft rein. Das ist unser Stromleiter, ne? Und hier, das repräsentiert jetzt unseren Ringkern, dieses drehende Flügelradding, ne? Der Strom, also die Luft wird ein bisschen gebremst, ne? Dann gibt es hier ein bisschen Kraft ab an die Rotorblätter oder in dem Fall dann an das Ferrit im Ferritkern und vorne kommt es wieder raus. Ne? Normal dann Drosselspule, wenn man es einfach so betreiben würde. Ja, worauf es aber ankommt, wir schalten jetzt hier, wo unsere Luft reinkommt, den Luftstrom weg. Und das Ding dreht sich ja dann trotzdem noch eine Zeit lang weiter. Ne? Und hier vorne kommt trotzdem noch ein bisschen Luft raus. Und in dem Moment, wo wir hier praktisch unseren Luftstrom wegschalten, dann fördert er hier. Ne? Die Drehrichtung bleibt dieselbe von dem Rotor. Ne? Ist ja träge. Also zieht er dann hier. Und das ist dann auch der Moment. Ne? Die Stromrichtung bleibt gleich. Der zieht trotzdem noch nach vorn. Aber unser Messgerät, wenn wir hier Plus und hier Minus messen würden sozusagen, zeigt dann was anderes an. Habt ihr es jetzt so halbwegs kapiert? Also, ne, das war bei mir jedenfalls der Punkt, was bei mir gefehlt hat, bis jetzt, ne? Und seitdem das klar ist, ja, ist das beim RMF-Charger wirklich so, dass er nonstop reinpulst. Aber die Effekte bleiben ja trotzdem dieselben, dass er die Batterien super regeneriert, dass er hochohmige Batterien niederohmig machen kann, dass die Ladung richtig angenommen wird, dass sie nicht heiß werden, die Batterien, dass du alle Batterien damit laden kannst. Das ist ja alles da. Das stimmt ja alles. Und das Geheimnis jetzt dahinter, so hat er mir vorhin gerade erklärt, hat mit dem Ionenfluss zu tun. Wir haben ja alle mal Elektronen, die da irgendwie rumwuseln und dann gibt es diese Ionen noch. Und so wie er mir erklärt hat, ist in einem Hochspannungsfeld der Ionenfluss viel, viel besser. Also wenn Ionen hochgespannt werden, kann man das ja so sagen, fließen die Elektronen besser. Aber jedenfalls hat es was damit zu tun, dass durch diesen Back-EMF, den wir damit draufhauen, praktisch wie ein Hochspannungsfeld erzeugen in der Batterie. Und da drin kann das dann alles viel besser fließen. Ob jetzt die Elektronen oder Ionen, muss ich nochmal ganz genau im Detail nachfragen. Ich hoffe mal, dass wir uns im Mai dann live sehen. Dann kann das nochmal euch persönlich erklären. Ja, und das ist dann eigentlich das ganze
Geheimnis dahinter. Ja, da kommt eventuell auch noch ein kleines Update dann dazu. Hat gemeint, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da ginge noch was. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich das jetzt so halbwegs kapiert habe und das jetzt so an euch weitergeben kann. Sorry nochmal für meine vorherige etwas Durcheinanderbringung von euch. Aber es ist ja immer so, ne? Da hat man irgendein Ding, was funktioniert und dann machen sich die Theoretiker drüber her. Ja, und dann erklären es die Theoretiker und am Ende versteht es der Erfinder selber nochmal. Ne? Gut, dass der Erfinder jetzt selbst nochmal was dazu gesagt hat. Danke, René. Und ja, ich hoffe jetzt mal, das passt jetzt alles so. Bis später.